Hallo und willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr es zu diesem Video geschafft habt. Jetzt spreche ich auch mal selber, denn bisher haben ja eher die Bilder für mich gesprochen. Bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich mich noch bei euch für 200 Abonnenten bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, also danke dafür. In diesem Video möchte ich über Neuigkeiten über den Europapark reden, denn da gibt es ja immer wieder Neues zu erfahren. Als erste News haben wir ein Flugzeug von Eurowings, das mit dem Europapark-Schriftzug und einem Bild von Ed und Edda ausgestattet wurde. Der Europapark und Eurowings haben ja auch schon bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet, als zum Beispiel Ed nach London flog und dort an verschiedene Orte reisen musste. So, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wie viele von euch wissen, baut der Europapark gerade einen Wasserpark und ein Hotel. Hier sind die Bauarbeiten schon voll im Gange. Wie man hier auf dem Bild sieht, wurde bereits ein großer Bereich bearbeitet. Das 140 Millionen Euro Projekt soll ja 2019 eröffnet werden. Wir können also weiterhin gespannt sein. Da der Park ja am 1.4. wieder seine Tore öffnet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zur Eröffnung geht oder ob ihr irgendwann anders an den Park gehen werdet. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Ciao.